Guten Morgen. Habt ihr alle gut geschlafen? Und gefrühstückt? Hoffentlich nicht zu viel. Wir haben ein wichtiges Thema dieses Wochenende. Ihr habt es gestern Abend schon gemerkt. Es geht um die Wurst. Alles oder nichts. Der Punkt, wo es drüber geht im Gemeindeleben, es sind die zwischenmenschlichen Beziehungen, die zusammenhängen mit der Gottesbeziehung. Man kann es nicht mehr trennen. Ihr könnt euch erinnern an dieses Dreieck. Wir haben es extra umgedreht, um zu sehen, wir stehen auch in Beziehung zueinander. Und nicht nur meine persönliche Beziehung mit meinem Gott. Das ist ein Zeitgeist, der hineingekommen ist in die Gemeinde, in die christliche Gemeinde, der Individualismus. Und der beschädigt diese Gemeinschaft. Heute werden wir uns mit einem weiteren Thema beschäftigen. Und zwar lautet der Titel: Das Evangelium der Versöhnung und seine Auswirkung auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich habe dazu eine Zeitung mitgebracht, Tiroler Tageszeitung, und ich weiß nicht, was ihr für Zeitungen habt in Graz, ob ihr auch Tageszeitungen lest. Und es ist ja echt frustrierend, was da im Moment drin steht. Und es gibt Leute, die die Tageszeitung abonnieren, ein ganzes Jahr und viel Geld dafür zahlen, nur wegen einer Sache. Und zwar wegen dieser Sache. Kennt ihr das? Kann man das sehen? Ist eindeutig, oder? Da möchte man nicht draufstehen. Es sind die Todesanzeigen. Und sie sind immer befüllt. Diese Seiten. Der Tod im biblischen Sinne bedeutet Scheidung, Trennung. Der Tod ist die größte zwischenmenschliche Entfernung. Wir sagen tatsächlich im Volksmund, er ist von uns geschieden. Oder sie ist von uns geschieden. Und diese Trennung ist unüberbrückbar. Sie ist riesengroß. Und manchmal passiert diese Trennung, obwohl Menschen noch leben. Wir sagen dann, der ist gestorben für mich. Oder wenn es ein bisschen derber sein darf, der hat ausgeschissen bei mir. Darf ich dich fragen, wie viele Todesanzeigen stehen in deiner Lebenszeitung? Oder anders gefragt, wie viele deiner zwischenmenschlichen Beziehungen befinden sich in Lebensgefahr? Übrigens, Gott hat auch so eine Rubrik in seiner Zeitung. Im Himmel gibt es auch eine Zeitung, die Himmelszeitung, und diese Rubrik ist pumpvoll. Da stehen alle Menschen drin. Von Adam und Eva an, alle ausnahmslos. Und auch dein Name stand hier mal drin in dieser Himmelszeitung. Aber Gott ergriff die Initiative und hat das geändert. Schlag bitte mit mir auf den Epheserbrief. Und da das Kapitel 2.
Und ich möchte mit euch lesen, da mal die ersten 10 Verse. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart, in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesem hatten auch wir einst alle unseren Verkehr, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweist in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Paulus schreibt hier über unseren Zustand, bevor wir hierher gekommen sind. Lange bevor, für viele von uns. Es war die Zeit vor unserer Bekehrung. Es gibt eine Zeit vor der Bekehrung, eine Zeit nach der Bekehrung. Und damals waren wir tot. Wir waren getrennt von Gott. Und zwar weit. So weit, wie ein Mensch von uns sich trennt, wenn er abscheidet. Unüberbrückbar. Auf beiden Seiten, unüberbrückbar. Aber der Grund dafür war nicht eine Krankheit, sondern war Sünde, Vergehungen, Übertretungen. Wir wandelten gemäß dieser Welt. Wir wandelten unter dem Einfluss vom Fürsten dieser Welt und waren von Natur aus Kinder des Zorns. Das ist für unser Thema wichtig. Wir müssen verstehen, wer wir vorher waren, wie weit wir getrennt waren von Gott. Der Heilige Geist sagt im Neuen Testament, du und ich waren Feinde Gottes. Wirkliche Feinde. Durch unsere Übertretungen. Gott empfindet es als Feindschaft, wenn man seine Gebote übertreten, denn seine Gebote sind Ausdruck seines Wesens. Jedes Mal, wenn wir Gebote übertreten, beleidigen wir Gott. Und wie sehr wir Gott beleidigt haben mit unseren Übertretungen, sehen wir am Kreuz. Das haben wir angerichtet mit unserem gottlosen Leben. Daran sind wir auch mit Schuld. Wir waren Feinde Gottes, wir waren Überläufer. Genauso wie Adam und Eva, es gibt keinen Unterschied. Auch wir haben uns auf die andere Seite geschlagen. Und so wurden wir Objekte des Zorns. Paulus sagt in Kapitel 4, Vers 17 bis 19, wir haben uns der Ausschweifung hingegeben. Deshalb sind wir von Gott abgeirrt. Und die Folge davon war Entfremdung. Wir sind uns ganz fremd geworden. Und deshalb wurden wir mit den Jahren verstockt und wir waren nicht mehr in der Lage, zurückzukehren. Das ist die Diagnose, die Gott über uns Menschen hat. Paulus sagt im Römerbrief, es gibt keinen Gerechten. Wir meinen vielleicht, wir waren vorher so halbgerecht.
Es gibt keinen Gerechten. Es gibt keinen, der Gutes tut. Der Grund dafür ist der Maßstab. An was werden wir gemessen? Nicht an unserem Nebenmann, nicht an unserer Nebenfrau, sondern letztlich an Gott. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Deshalb ist die Scheidung so groß, die Trennung unüberbrückbar. Die Religionen denken, weil sie sich vergleichen miteinander, wir könnten Gott erreichen. Aber das ist ein Irrtum. Man kann Gott nicht erreichen. Wir haben für Gott ausgeschissen. Das war vor unserer Bekehrung. Aber dann haben wir uns bekehrt, uns zu Jesus gewandt. Und Paulus sagt, Gott hat eingegriffen. In Christus Jesus. Gott aber, er hat uns mit auferweckt in Christus. Er hat uns mitsitzen lassen sogar. Versteht ihr? Nicht nur lebendig gemacht. Er hat uns mit hinaufgenommen. Unser Platz ist jetzt dort, wo Christus ist. Und das ist nirgendwo anders wie zur Rechten Gottes. Wir sind Gott so nahe gekommen in Christus. Das sehen wir oft im Alltag nicht. Wir denken einfach, wir sind errettet. Wir sind jetzt wieder lebendig. Wir werden nicht in die Hölle kommen. Oh, Gott sei Dank. Nein, es ist viel mehr. Wir sind schon im Himmel, in Christus, zu Rechten Gottes, gesetzt über jede Gewalt und jede Macht, die es gibt in diesem Universum und darüber hinaus. Das hat Gott gemacht, weil er uns geliebt hat, aufgrund seiner sozialen Kompetenz. Wegen seiner vielen Liebe, sagt Paulus, wegen seinem Reichtum an Barmherzigkeit und wegen seiner Gnade, wegen seiner überragenden Gnade. Und die ganze Ewigkeit wird geprägt sein von dieser Gnade. Wir werden immer wieder Gnade brauchen, denn wir sind immer noch Menschen, zwar erlöste Menschen. Und diese Gnade wird nie ausgehen. Der Apostel Johannes sagt, aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade über Gnade. Wir fahren gern ans Meer, seit einigen Jahren, es war nicht immer so. Und wenn man da so sitzt am Meer, dann sieht man, wie die Wellen kommen. Und sie kommen immer wieder, in regelmäßigen Abständen. Vielleicht einmal mehr und einmal weniger, aber sie hören nicht auf. Wellen über Wellen, Gnade über Gnade. Der Apostel Johannes schaut zurück ins Alte Testament und sagt, boah, Gnade über Gnade. Durch Christus. Er ist das Gnadenpotenzial Gottes, der Gnadenvermittler. Und das ist etwas ganz Gewaltiges. Gott ist der Wiederhersteller der Beziehung. Der Beziehung zu ihm. Aber wir müssen jetzt wieder gut aufpassen. Wir müssen jetzt unbedingt wieder auf die zwischenmenschliche Ebene kommen. Und das macht Paulus im Epheserbrief Kapitel 2. Er kommt wieder auf die zwischenmenschliche Ebene zu sprechen. Er hat uns nämlich nicht nur mit sich versöhnt durch Christus, sondern auch miteinander. Lesen wir das. Kapitel 2, Vers 11. Deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen, dem Fleische nach Unbeschnittene genannt, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus wart. Ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht
und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch, abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt und die zwei, friedenstiftend, in sich selbst zu einem neuen Menschen erschaffen, um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt, euch den Fernen, und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Dieser Abschnitt, Verse 11 bis 16, ist das Spiegelbild zu Vers 1 bis 10. Hier haben wir zwei Abschnitte, die einander gegenüberstehen und miteinander verbunden sind. Es wird wieder die Verlorenheit beschrieben am Anfang, aber aus einer anderen Perspektive. Es ist nicht die vertikale Perspektive, wie in Vers 1 bis 10. Wir sind weit geschieden von Gott, sondern es wird die horizontale Scheidung beschrieben. Wir waren Nationen. Ich weiß nicht, wer von uns beschnitten ist. Nicht aus medizinischen Gründen. Vielleicht gibt es jemanden jüdischer Abstammung hier. Aber wahrscheinlich nicht. Da gibt es eher wenige bei uns. Wir sind nicht Juden. Und deshalb waren wir außerhalb. Wir waren Ausländer, nicht Bürger. Die Juden hatten ein besonderes Vorrecht. Sie hatten die Verbindung mit Gott. Sie hatten die Verheißungen Gottes und die Bündnisse. Sie waren nicht ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt. Die Nationen aber schon. Und wisst ihr, was das Schlimme war? Da gab es einen Zaun dazwischen, unüberbrückbar. Einen Zaun zwischen Juden und Nichtjuden. Und dieser Zaun war das Gesetz. Ich habe hier so ein Zäunchen mitgebracht. Der war ein bisschen größer, der Zaun. Der Gesetzeszaun ist wesentlich größer. Der ist auch größer wie der Zaun in Amerika zu Mexiko. Größer wie der Zaun zwischen Israel und den Palästinensergebieten. Dieser Zaun überragt jeden Zaun. Paulus nennt ihn das Gesetz in Satzungen. Nur die Juden waren weit getrennt von den Nichtjuden. Sie mussten sich anders bekleiden. Sie mussten anders essen. Sie mussten anders denken und sie durften sich ja nicht vermischen. Wir haben ein Beispiel, mehrere Beispiele, aber eines gravierend. Daniel und seine drei Freunde. Sie kamen nach Babylon, ungewollt. Und sie wussten, sie mussten sich abgrenzen. Und so saßen sie nicht im Speisesaal, wo wir saßen. Sie saßen separat. Sie nahmen auch nichts vom Frühstücksbuffet, sondern sie hatten eigene Kost. Es war schwer, mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Es war unmöglich. Und Paulus sagt, ich muss einen Schritt zurück, ich bin zu früh, ich bleibe bei diesem Zaun. Nein. Paulus sagt, dieser Zaun ist das größte Problem
in der Gemeinde. Denn auch wir haben heute immer noch Zäune, obwohl dieser Zaun eigentlich abgeschafft wurde. Wir lesen dann später davon. Dieser Zaun besteht nicht nur zwischen Juden und Nichtjuden, sondern er besteht auch zwischen Nationen. Zum Beispiel zwischen aktuell Ukraine und Russland. Unüberbrückbar, dieser Konflikt. Früher stand er zwischen Deutschland und Frankreich. Heute haben wir überall wieder Zäune auf dieser Welt, zwischen Amerika und Mexiko, Israel und Palästinensergebiete. Und bald werden wir einen großen Zaun um die Europäische Union haben. Und vielleicht bauen wir da auch wieder Zwischenzäune ein, zwischen den Nationalstaaten in der Europäischen Union. Wir haben Zäune zwischen den Regionen. Das war bei uns so, ich komme aus dem Bregenzerwald, aus einer Talschaft. Da waren keine Städte und draußen war das Rheintal. Und da waren die bösen Menschen. Aber auch der Bregenzerwald war durchzäunt. Der Bregenzerwald teilt sich auf in Vorderwald, Mittelwald und Hinterwald. Ich komme aus dem Hinterwald. Und ein Hinterwälder geht nicht in den Vorderwald. Er fährt nicht mit seinem Moped in den Vorderwald, in eine Diskothek, wenn es eine gab. Denn da wird er hergeschlagen. Tatsächlich. Und wehe, ein Vorderwälder verirrt sich in den Hinterwald. Er wird einfach hergeschlagen. So war das früher bei uns. So, man bleibt dort, wo man ist. Dieser Zaun geht noch tiefer. Er geht bis in die Sippen hinein. Ja, wir sind Bürger väterlicherseits. Und mütterlicherseits, das sind die Beer. Und die Bürger sind besser. Und da gibt es einen Zaun zwischen Bürger und Beer. Und der Zaun geht noch tiefer hinein. Er geht bis in die Familien. Sogar in den Familien haben wir Zäune. Zwischen Mann und Frau, zwischen Eltern und Kindern und umgekehrt. Und so erkennen wir uns als letzten Menschen hinter einem Zaun. Eingezäunt in Feindschaft zu anderen. Wir haben unsere eigenen Regeln und Gepflogenheiten und unsere Sitten. Und die trennen uns. Wir haben unsere eigenen Meinungen und Überzeugungen. Und die trennen uns. Machen wir uns nichts vor. Jeder hat in seinem Herzen einen Zaun. Etwas Trennendes, was ihn trennt von anderen Menschen, sogar von jenen, die ihnen am nächsten stehen. Das, liebe Geschwister, ist das größte Problem in der christlichen Gemeinschaft. Und wie gewaltig. Paulus durchbricht diesen Abschnitt wiederum, Vers 13. Jetzt aber. Das Evangelium hat auch für dieses Problem eine Lösung. In Christus wurde dieser Zaun abgebrochen. Er hat aus beiden eins gemacht, sei es in der Familie, sei es in der Gesellschaft, unter den Nationen, in der Gemeinde sind wir eins gemacht, weil Christus den Zaun abgebrochen hat. Er hat ihn einfach umfunktioniert. Ein paar Hölzer weg, die Hölzer anders angeordnet, das Kreuz. Das Symbol der Versöhnung, sowohl vertikal, Gott versöhnt sich mit dem sündigen Menschen, als auch horizontal, Gott versöhnt Nation mit Nation und Mensch und Mensch.
Er hat den Zaun abgebrochen, sagt Paulus, durch das Kreuz. Er ist der Wiederhersteller der Beziehungen, aller Beziehungen. Letztlich sogar der Beziehung zu uns selbst. Stell dir vor, jeder hat noch zu sich selbst eine Beziehung. Das sind die drei Ebenen, in denen wir unser Leben leben. Die Beziehung mit Gott, die Beziehung zueinander und die Beziehung zu uns selbst. Und Paulus sagt, denke daran. Der Zaun ist abgebrochen, durch Christus gekreuzigt. Das ist der erste Imperativ, die erste Aufforderung im Epheserbrief, noch vor Kapitel 4. Hier haben wir den ersten Imperativ, die erste Aufforderung. Deshalb denkt daran, Vers 11. Warum? Weil Kapitel 4 auf dieses Andenken aufbaut. Wir können nicht Kapitel 4 lesen und leben, wenn wir das nicht berücksichtigen. Kapitel 2, Vers 11 und folgende. Denkt daran, dieses Evangelium der Versöhnung hat unausweichliche Konsequenzen für den gläubigen Menschen. Schauen wir uns das an. Schlagt mit mir bitte auf Kapitel 4. Hier kommt Paulus dann konkret zur Sache. Wir lesen hier die ersten 6 Verse. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Ich ermahne euch nun, dieses Wort klingt schrecklich im Deutschen. Man kann es auch übersetzen mit ermutigen. Ich ermutige euch nun. Aber eigentlich heißt es, ich rufe euch nun zusammen. Genau das, was wir hier tun. Wir sind eine Ermahnungsversammlung, eine Ermutigungsversammlung. Wir sind heute hierher gekommen, weil wir etwas hören wollen, weil wir etwas sehen wollen, weil wir etwas fühlen wollen. Paulus sagt, kommt her, ich sage euch jetzt etwas. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Dieses Wort berufen bedeutet eben rufen, zusammengerufen. Wir sind Zusammengerufene. Wir sind Herausgerufene, sagt das Neue Testament. Ekklesia, Gemeinde, das sind wir. Die Räumlichkeiten sind nicht die Gemeinde. Wir sind die Gemeinde, wenn wir zusammenkommen, in dem Moment. Und natürlich auch, wenn wir auseinandergehen. Wir lösen uns deshalb nicht auf. Aber wir sind Herausgerufene. Aber zu was? Paulus sagt es uns. Würdig zu wandeln der Berufung, mit der wir berufen worden sind. Was ist unsere Berufung? Darf ich dich fragen, was hast du zum Beruf? Also von Christoph weiß ich es, er ist Mediziner. Von vielen weiß ich es nicht, tatsächlich. Und doch, ich weiß es. Denn wir haben einen Beruf, den wir alle gemeinsam haben. Den würdigen Wandel. Den würdigen Wandel entsprechend, heißt das, würdig, dem Evangelium. Das ist unser aller Beruf. Und den sollen wir ausleben. Wir sollen dem Evangelium
entsprechend wandeln. Nicht nur in der vertikalen Beziehung, sondern auch in der horizontalen Beziehung. Wir sind eine Gemeinschaft der Versöhnung. So könnte man die Gemeinde auch nennen. Und das Kreuz ist der Inbegriff der Versöhnung. Dort, wo Gott alles zusammengebracht hat, im Himmel und auf Erden. Und alle Nationen miteinander. Es ist wunderbar, das Evangelium. Und eines Tages wird es diese Dimension haben, dass alle versöhnt sind. Natürlich, viele wurden vorher weggesperrt. Alle versöhnt. Wunderbar. Eine neue Himmel, eine neue Erde, wo es keine Feindschaft mehr gibt. Aber jetzt leben wir eben noch auf der Vorderseite dieses Sonnenaufgangs. Wir warten auf diesen Aufgang, aber wir leben schon die Zukunft, denn es ist unser Beruf. Und Paulus zeigt uns ganz konkret, wie dieser Beruf nun ausschaut. Wir haben gelesen, mit aller, Vers 2, Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Es ist ja eine sportliche Gemeinde hier. Ich sehe niemanden mit einem dicken Bauch. Und so könnte ich vielleicht jeden von euch tragen. Aber nicht die Großen. Da gibt es einen ganzen Großen bei euch. David, Gunnar, das sind Riesen. Gell? Die kann ich nicht tragen. Gell? Vielleicht kann David Gunnar tragen und umgekehrt. Bei mir ist da schnell eine Grenze erreicht. Aber das gilt auch im übertragenen Sinn. Wir haben unterschiedliches Gewicht füreinander. Manche sind für mich ganz schwer. Schwer zu ertragen. Und ich bin für viele schwer zu ertragen. Obwohl ich so schlank bin. Aber die können mich nicht heben. Wenn man sagt, ich heb das nicht mehr. Ich heb den nicht mehr. Paulus sagt doch, das ist unser Beruf. Das ist der würdige Wandel entsprechend unserer Berufung. Wir sollen einander ertragen, nicht nur die Babys. Ei, sind sie so süß. Und jetzt haben sie gefurzt und in die Hose geschissen. Ja. Und man kann ein Baby so alles ertragen. Auch unsere Rahel, sie hatte beim Frühstück, sie hat einfach überhaupt nicht gefolgt, so wie jeden Tag. Aber wir können sie gut leiden. Aber wenn wir dann älter werden, Mann und Frau, eng in die Gemeinde, schwer. Ich kann sie nicht mehr tragen. Ich halte das nicht mehr aus. In Liebe, sagt Paulus, es geht. Es ist Liebe da. Ein unermesslicher Reichtum an Liebe. Wir wurden durch diese viele Liebe gerettet. Sie ist da. Gott verlangt nicht von uns, dass wir tragen mit unserer Liebe, denn er weiß, dass wir gefallen sind. Es war das Thema von gestern. Im Licht wandeln bedeutet in seiner Liebe wandeln, in seinen Geboten, im Vertrauen darauf, dass er trägt. Paulus beschreibt uns hier auf eine einzigartige Weise die Liebe Gottes in drei Eigenschaften. Habt ihr es gemerkt? Was macht Liebe aus? Paulus macht es in einem Satz deutlich. Demut, Sanftmut, Langmut. Demut, wir werden noch darauf kommen im nächsten Vortrag, freiwillige Selbsterniedrigung. Den anderen höher achten wie sich selbst, einander zu dienen. Sanftmut, eine Höreigenschaft. Eine Herzenshaltung. Jakobus beschreibt sie uns in Jakobus Kapitel 1. Schnell zum Hören, langsam zum Reden. Habt ihr gemerkt? Zwei Ohren, ein Mund. Halt den Mund. Hör nochmal zu, doppelt so viel, wie du redest.
und versuche zu verstehen. Langsam zum Zorn. Versuche zu verstehen. Versetz dich in den anderen hinein und du wirst ihn leichter tragen können. Weil du verstehst, warum er so schwer ist. Und Langmut. Einen langen Weg zum Beziehungsabbruch. Tod. Einen langen Weg. Elendslang bei Gott. Aber irgendwann doch. Aber lang. Demut, Sanftmut und Langmut. Das alles ist für uns vorhanden. Es ist die Demut Christi, es ist die Sanftmut Christi. Er selber sagt, kommet her zu mir, ihr mühselig und Beladenen. Nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft. Und meine Last ist leicht. Es ist alles da. Wir müssen es nur im Glauben packen. Im Moment. In der Live-Schaltung. Kein Spiel, sondern echt. Im echten Leben können wir das. Noch etwas anderes wie nur. Paulus redet von einem Vers 3. Befleißigt euch zu bewahren durch das Band des Friedens, die Einheit des Geistes. Hier geht es um geistliche Wahrheiten. Wir werden einander nicht lieben auf Kosten der Wahrheit. Versteht ihr? Wir werden nicht einfach wichtige, grundlegende Glaubensdinge einfach beseitigen, so dass wir mit allen Menschen einfach können, in Anführungszeichen. Nein, es gibt einen Zaun. Nach wie vor. Es gibt die elementaren, kapitalen, grundlegenden christlichen Wahrheiten, dass die Bibel Gottes Wort ist. Punkt. Zaun. Dass Jesus von Nazareth der Sohn Gottes ist, der als Mensch zu uns gekommen ist. Punkt. Dass er am Kreuz für uns die Sünden getragen hat und wir allein durch den Glauben an ihn gerettet sind, ohne Werke. Punkt. Wir werden diesen Zaun nicht abbrechen, nur dass wir eine weltweite Gemeinschaft von Christen bilden. Aber innerhalb der Gemeinschaft werden wir uns ausstrecken. In Demut, in Sanftmut, in Langmut einander ertragen. Aber die Wahrheiten werden wir behalten dabei. Paulus nennt 7 Wahrheiten. Er sagt, es gibt nur einen Leib, es gibt nur eine Gemeinde auf dieser Erde. Es gibt nicht viele Gemeinden, Ortsgemeinden schon. Aber es gibt nur eine christliche, universale Gemeinde. Es gibt nur einen Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Vater. Jetzt ist es aber wichtig, dass wir noch nicht noch 70 andere Punkte dazu tun, die verbindlich sind. Denn sonst haben wir wieder ein gewaltiges Problem. Wir haben einen gewaltigen Zaun und wir haben Zäune in der Gemeinde. Wir werden noch drauf kommen heute Abend. Beim Abendvortrag. Paulus redet über ein Band. Und es ist sowas. Es ist praktisch oft, man würde die Hose verlieren. Also ich jetzt nicht. Ja. Ich könnte auch ohne, aber es ist auch ein Schmuckstück. Aber wir brauchen einen Gürtel. Und früher war es noch wichtiger, denn auch die Männer hatten Kleider. Aber Männerkleider. Das war in Ordnung. Sie hatten keine Hosen, sie hatten Kleider und daheim hat man vielleicht wirklich den Gürtel abgelegt. Aber wenn man rausging, hat man sich gegürtet, dass man sich besser bewegen konnte und vielleicht sah es auch schicker aus. Es gibt ein Band, das uns verbindet. Es gibt verbindliche Wahrheiten. Und das macht uns als Gemeinde aus. Und da gibt es dann ein Drinnen und ein Draußen. Und dazwischen einen Zaun, wenn ich dieses Bild nochmal bemühe. Aber jetzt sind wir beim Band. Das hält uns zusammen, liebe Geschwister.
Es sind die fundamentalen christlichen Glaubenswahrheiten. Und Paulus nennt uns 7 davon. Es wäre interessant, mal da ein Studium zu machen. Was bedeuten jetzt genau diese 7 Dinge, die er hier anspricht? Denn das verbindet uns. Und es sind die 2 Dinge, die uns zusammenhalten. Tragfähige Liebe und verbindliche Wahrheiten. Und das ist der würdige Wandel. Das ist unser Beruf. Ich schließe mit 3 Fragen. Erste Frage: Wie wichtig ist dir die Einheit der Gemeinde? Wie wichtig ist dir die Gemeinde? Quantifiziere das ein bisschen. Qualifiziere das ein bisschen. Mach dir Mühe. Sei ehrlich mit dir selber. Wie wichtig ist es dir wirklich? Die Einheit der Gemeinde. Zweite Frage. Welche Gemeindeglieder kannst du schwer ertragen? Welche Glaubensgeschwister kannst du schwer ertragen? Denk mal darüber nach, über deine Geschwister. Besonders über die schweren Brocken in der Gemeinde. Dritte Frage und letzte. Welchen Beitrag zur Bewahrung der Einheit kannst du leisten? Welchen Beitrag zur Bewahrung der Einheit kannst du leisten? Ich bete noch. Unser Vater im Himmel, wir danken dir so sehr für dieses Evangelium, für deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus und für das, dass du ihn geopfert hast am Kreuz und auferweckt hast am 3. Tag aus den Toten und ihn hinaufgenommen hast 40 Tage später und eingesetzt hast zu deiner Rechten. Und wir danken dir in alle Ewigkeit für das, dass du uns an ihm Anteil gegeben hast, dass auch wir mit ihm auferweckt sind und hinaufgenommen zu dir, aber auch miteinander versöhnt sind. Und bitte hilf uns du, unsere Berufung würdig, entsprechend zu wandeln. Danke. Amen.